Weil da bin ich tatsächlich nicht mehr ganz so drin. Gibt es bestimmt jemanden. Eingeworfen worden. Die beiden werden sich das sicherlich... Ich glaube auch, dass die... ...verändert in den letzten, weiß ich auch nicht, 5 bis 10 Jahren oder so. Es gab mal eine Zeit, da wurde eigentlich nur kurz aufgeschlagen. Justieren kann über die Regler oder vielleicht übers Pult. Ich kann das gleich nochmal versuchen. Aruna kommt auf jeden Fall wieder ran so in diesem ersten. So wie eben auch schon, der vorherige. Ich auch kein Moment, in dem der irgendwie nicht heiß auf Tischtennis ist. Hat jetzt hier die ersten Satzbälle. Und holt ihn. Vielleicht gucken wir diesmal ja bei der auf der anderen Seite. Aber das stimmt schon. Beim Einspielen hatten wir den Sound von dem Ball auch auf dem Ohr und jetzt ist es gerade nicht. Also müssen wir nochmal beobachten. Ein guter Winkel am auszuspielen. Richtig gut von Aruna. Und den holt er. Der Ball kam am Ende des ersten Satzes noch mit der Rückhand über dem Tisch so leicht gegen. Diesmal kommt er nicht. Das ist das 1. Und ich finde es generell auch immer super interessant zu sehen, wie niedergeschmettert. Gut beurteilt. Ja. Ein Tisch, ob das der Weltmeistertisch war oder so, da war es wirklich so dicht, dass die Leute gar nicht, Spielerinnen und Spieler gar nicht richtig aufschlagen konnten. Gegen Alberto Mino gewonnen. Aber gegen... Der war stark. Gefühl. Kantenball geholt, glaube ich. Bester Ballwechsel vielleicht bislang. Hier. Ja. Aber auch vorher einmal schon ganz tief in der... Oh. Ich würde sagen, das ist der Beste bisher. Er toppt das Ganze nochmal, ja. Was ich mich erinnere. 2 Punkte Führung. Wenn er den jetzt nicht macht, sagen immer alle, ja, dann ist er doch auch zu spät. Ja, jetzt ist auch zu spät. Ja, und jetzt kommt es. Was ihm zu viel wäre oder nicht. Also ich glaube, er wird wahrscheinlich ganz cool damit sein. Dann einfach besser ins Spiel, weil er dann auf diesen ersten Topspin von Aruna mit der Vorhand sehr, sehr gut raufgehen kann. Ne? Und jetzt? Im 5. habe ich ja noch geführt. Dann am Ende doch. Doch, ich glaube das irgendwie. Nicht. Yeah.